Es gab vor wenigen Tagen einen Artikel, und zwar mit der Überschrift Endspiel um den globalen Wohlstand, ja. Und hier drin wurde eine Aussage von einer Person, die ich sehr, sehr schätze, aufgenommen. Und zwar sagte Claudio Borio, dass es halt eben aktuell sein könnte, dass wir das Endspiel um den globalen Wohlstand erleben. Claudio Borio ist jetzt mitnichten irgendein Untergangsprophet. Nein, er ist der Chefökonom der Bank für internationalen Zahlungsausgleich. Das ist in Deutsch die Abkürzung BIZ. Vereinfacht dargestellt ist das die Bank der Notenbanken. Ja, die Notenbanken haben eine zentrale Bank und das ist eben diese BIZ und da ist dieser Herr der Chefökonom. Ja, er sagte Folgendes: Wir bekommen nun die Quittung für den ökonomischen Kurs der vergangenen 40 Jahre. Es wird immer oder sei immer klar gewesen, dass der bisherige Entwicklungspfad in einer ausgewachsenen Inflation enden könne. Ja, und da wollen wir mal ein bisschen nachbohren, sage ich mal, wenn der Chefökonom der BIZ so eine Aussage raushaut. Dann scheint die Lage ja dann doch ein bisschen angespannter zu sein, als wir das vielleicht so wahrnehmen. Wobei ich glaube, dass die Lage angespannt ist, haben wir inzwischen alle durchaus begriffen. Aber gehen wir mal so ein bisschen in die Logik hier rein. Warum redet er vom möglichen Endgame um den globalen Wohlstand? Gut, was bewegt die Märkte? Was meint der Claudio Borio damit, dass wir eventuell hier das Endgame um den globalen Wohlstand erreicht haben? Fangen wir mal vorne an. Wir haben seit relativ langer Zeit, ja, historisch gesehen, sehr niedrige Zinsen gehabt. Ich kann dir das mal in dieser Grafik hier unten zeigen. Ich zoome da mal rein, damit du das besser sehen kannst. Hier sehen wir den Zinssatz der Vereinigten Staaten und gleichzeitig die Inflation. Ja, wir sind im Moment hier irgendwo. Die Zinsen steigen aktuell, wie das hast du mitbekommen. Aber wenn wir uns das mal anschauen, historisch betrachtet, guck mal hier in den 80er Jahren hatten wir einen Zinssatz im Bereich von fast 14%. Ja, und die orangene Kurve ist die Inflation. Das heißt, du kannst hier halt eben sehen, wir hatten in den 40er Jahren natürlich auch bedingt durch den Zweiten Weltkrieg, hatten wir natürlich hier massive Spikes in der Inflation und dann Ende der 70er oder Mitte der 70er und dann mit dem Spike in den 80ern gab es halt eben eine wirkliche Inflationswelle, insbesondere in Amerika. Wie haben die Amerikaner damals darauf geantwortet? Ganz klar, sie haben die Zinsen erhöht. Das macht eine Notenbank, damit die Wirtschaft abkühlt. Die Wirtschaft produziert dann nicht mehr so viel. Warum kühlt sie ab? Weil sie halt eben nicht mehr so günstig an Geld kommt. Das führt zu einem ja, Verlangsamungen oder auch eine Wirtschaftskrise im schlimmsten Fall, eine Rezession, ja, dann wird nicht so viel produziert und dadurch ist es dann oftmals in der Vergangenheit so gewesen, dass die Inflation zurückgegangen ist. Aber seitdem die Amerikaner hier im Jahre 1980 quasi da halt eben gegengesteuert haben, siehst du, dass der Trend der Zinsen durchgehend nach unten gegangen ist. Und diese Strecke, auf die bezieht sich der Claudio Borio, indem er sagt, okay, wir haben halt eben sehr, sehr niedrige Zinsen gehabt. Ich glaube, das ist jetzt hier für jeden gut ersichtlich gewesen. Und diese niedrigen Zinsen haben dazu geführt, dass sehr viele, nicht nur Privathaushalte, sondern auch Staaten und Unternehmen tatsächlich auf Pump gelebt haben. Das konnte man sich gut leisten, denn die Zinsen waren halt eben über lange Zeit, gerade so in den letzten 5 oder 10 Jahren, auf wirklichem Rekordtief. Ja, es hat kaum was gekostet, sich Kredite aufzunehmen. Und das hat dann dazu geführt, dass immer mehr Schulden aufgebaut worden sind. Ja, der IWF, der Internationale Währungsfonds, ist ja sicherlich auch ein Begriff für dich, der meldet im Moment seit Monaten wütet international eine Schuldenkrise. Und jetzt muss man sich echt festhalten, wenn man sich das mal im Detail anschaut, rund ein Viertel der Schwellenländer und mehr als 60% der Entwicklungsländer sind nach IWF-Schätzung entweder zahlungsunfähig oder akut von der Pleite bedroht. Diese Verschuldung hat ein gigantisches Ausmaß, ja. Die Bruttoschulden liegen rund bei dem 3,5-fachen des weltweiten Wirtschaftswachstums, der weltweiten Wirtschaftsleistung, ja. Und das ging lange Zeit gut. Warum? Weil die Zinsen halt eben unterm Strich relativ niedrig waren.
Und das hat unter anderem zu Folgen geführt, dass wir über alle Anlageklassen hinweg tatsächlich sehr, sehr hohe Bewertungen gesehen haben. Da kannst du die Aktien nehmen, du kannst die Immobilien nehmen, du kannst aber auch Weine nehmen, du kannst alles Mögliche nehmen. Weil halt eben das Geld so leicht zugänglich war, haben wir da tatsächlich ein hohes Bewertungsniveau in fast allen Assetklassen erreicht. Und natürlich ist da jetzt schon so ein bisschen Dampf abgelassen worden, aber unterm Strich, historisch gesehen, haben wir nach wie vor ein sehr, sehr hohes Niveau von der Bewertung. Und hier ist wohl die Sorge vom Claudio Borio, dass da jetzt halt eben wirklich mal die Luft rausgelassen werden könnte. Ja, und dann ist es so, der IWF hat das vor kurzem auch sehr deutlich gesagt. Er sagte, wir schlittern von Krise zu Krise zu Krise. Die erste Krise der jüngeren Vergangenheit war natürlich Corona. Ja, dann haben wir da das Thema der Lieferketten. Ja, Corona, ich weiß, wir alle können es nicht mehr hören, aber zumindest ich persönlich bin ein bisschen vorsichtig. Wir gehen jetzt in den Herbst rein, um zu sagen, Corona ist vorbei. Aber ich glaube, wir haben uns alle weitestgehend so ein bisschen arrangiert damit, dass Corona da ist. So würde ich es, glaube ich, ausdrücken. Aber Corona hat nachhaltig Lieferketten. Lieferketten, die in der globalisierten Welt extrem wichtig sind, wirklich nicht nur angegriffen, sondern teilweise zerstört. Ja, da geht es um solche durchaus auch für Deutschland wichtigen Produkte wie Halbleiter und dergleichen. Und insbesondere in China ist Corona nicht beendet, weil da nach wie vor von höchster Stelle an die Zero-Covid-Policy durchgezogen wird. Du hast es vielleicht mitbekommen, bis vor wenigen Monaten gab es einen furchtbaren Lockdown in Shanghai über ganz, ganz lange Zeit. Und das merken wir heute noch. Also wenn ich mit befreundeten Gastronomen spreche oder mit jemandem, der halt eben Ware bezieht, auch dem Großhandel, dann sagen die Frachtkosten sind immens. Die Container stecken nach wie vor alle fest, weil wenn halt eben eine Stadt wie Shanghai mit dem dazugehörigen riesengroßen und für die Weltwirtschaft absolut wichtigen Hafen mal für einige Wochen in den Lockdown geschickt werden, dann wird das eben nicht so schnell abgearbeitet. Ja, also das belastet uns tatsächlich noch. Aber Corona hat noch weitere Sachen ausgelöst, nämlich Hilfspakete. Es gab in verschiedenen Ländern zum einen staatliche Hilfspakete, haben wir in Deutschland auch gesehen. Zeitgleich haben die Notenbanken weltweit wirklich massiv in ihre Schatztruhen gegriffen. Und wenn die leer waren, wurde halt eben die Gelddruckmaschine angeschmissen und den Markt regelrecht von allen Seiten geflutet. Ja, und diese, ich sag mal, Konjunkturprogramme und gleichzeitig die Notenbankpolitik, ja, wenn die halt eben derartig Geld da in die Systeme reinpumpen, dann dauert es immer eine Zeit, bis die ankommen. Aber wir merken jetzt, leider muss ich sagen, dass sie angekommen sind. Und das ist ein weiteres Problem, was sich hier stellt. Zeitgleich, und das wirst du sicherlich mitbekommen haben, gibt es eine ausgemachte Energiekrise. Ja, hier natürlich der Auslöser im Wesentlichen für uns in der europäischen Welt, der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Russland galt lange Jahre als sehr zuverlässiger Gaslieferant. Gas ist insbesondere kritisch, weil das Öl kann leichter ersetzt werden. Und ja, diese Zuverlässigkeit ist offensichtlich beendet. Unabhängig davon, dass Nord Stream 1 und 2, wie du weißt, sabotiert worden sind, ist da vorher schon kein Gas mehr durchgelaufen. Das heißt, gerade für die europäische Welt stellt sich eben diese Energiefrage massiv. Hier werden dann natürlich versucht, auf den Weltmärkten zu deutlich höheren Preisen, als es bisher der Fall war, aus Russland halt eben Energie aufzukaufen, was dann wiederum in den schon stark verschuldeten, ich habe es angesprochen, Schwellenländern und Drittweltländern halt eben natürlich zur nächsten Problematik führt. Und ja, das geht weiter. Wir sehen jetzt, und ich habe es schon angesprochen, natürlich Auswirkungen. Ja, wir sehen Auswirkungen insofern, dass wir die ersten Länder haben, die schon in der Rezession sind. Die Amerikaner, ja, hängt davon ab, wen du fragst. Also die Notenbank sagt noch, wir sind noch nicht ganz drin, aber der Markt sagt ganz klar, Amerika ist schon in der Rezession. Hier in Deutschland haben wir gerade gestern von unserem Wirtschaftsminister eine Einschätzung bekommen. Die Fachwelt sagt, es war eine sehr optimistische Einschätzung, die besagt, okay, wir haben jetzt dieses Jahr noch Wirtschaftswachstum. Warum haben wir das? Weil Anfang des Jahres die Wirtschaft noch gut gelaufen ist. Fürs nächste Jahr wird hier ebenfalls eine Rezession vorhergesagt und die kritischen
Beobachter sagen, das ist eine sehr, sehr optimistische Schätzung. Die könnte nur erfüllt werden, wenn die Inflation nicht noch höher geht und wenn der Krieg in der Ukraine nicht weiter eskaliert. Wir sehen also tatsächlich überall auf der Welt, dass halt eben die Volkswirtschaften teils in eine Rezession sind oder sich hier reinbegeben. Und der IWF sagt so schön, selbst die Länder, die noch keine Rezession haben, da ist es so, dass die Bevölkerung eigentlich vom Gefühl her wahrnimmt, es ist eine Rezession durch den Druck der Inflation. Ja. Und da sind wir dann gleich beim Stichpunkt. Und zwar Inflation, lange Zeit war es so, dass wir hier in Deutschland eigentlich oder in Europa, können wir fast sagen, halt eben damit unseren 1,8% herumgeschippert sind. Und das war nicht großartig dramatisch. Und plötzlich haben wir hier Zahlen, die wir uns halt eben vor wenigen Monaten noch überhaupt nicht vorstellen konnten. Ja, wir liegen aktuell in etwa bei 10%. Inflation ist ein wirklicher Killer, denn wenn man dann nicht sehr, sehr schnell gegensteuert, ist es einfach so, dass man denkt, man wiegt sich in Sicherheit vom Geld her, hat man das Gleiche wie vorher, vielleicht steigt das Geld auf dem Konto sogar, nur man kriegt halt eben mitnichten das Gleiche, was man vorher bekommen hat. Ausgelöst und befeuert, es ging los mit der Energie, wobei schon vorher durch die Lieferketten halt eben da auch Sachen halt eben teurer geworden sind, weil sie nicht mehr so verfügbar waren. Die Frachtkosten sind hochgeschnellt, Energiekrise kam hinzu, Inflation, Rezession und das Bild ist tatsächlich natürlich eins, was dann die Notenbanken wiederum auf den Plan ruft. Was machen die jetzt? Die machen genau das, was du hier unten gesehen hast. Die fangen an, die Zinsen zu erhöhen. Federführend hier die amerikanische Notenbank, die in den letzten Monaten sehr, sehr aggressiv die Zinsschritte erhöht haben. Und das machen sie, um, wie gesagt, hier die Wirtschaft zu bremsen, um so der Inflation zu begegnen. Wenn wir uns das historisch anschauen, ja, dann ist es so, in der Vergangenheit, ich habe hier eine Grafik für dir, musste die Notenbank Folgendes schaffen. Sie musste es schaffen, dass der Realzins tatsächlich positiv wird. Was ist der Realzins? Der Realzins ist so gesehen der Zinssatz minus der Inflation. Ja, und das kannst du jetzt hier schon erahnen, aktuell. Ja, trotz des Einschreitens der Amerikaner und auch die EZB hat die Zinsen schon erhöht, befindet sich der Realzins, Zinssatz minus Inflation, auf dieser Seite und auf der anderen Seite des Atlantiks noch immer relativ stark im Minus. Wir sind dabei so rund minus 3%. Und daraus gibt es jetzt Szenarien, dass tatsächlich die Notenbanken, wenn die Inflation nicht weiter steigt, ja, ihre Zinsen in dem Bereich von 5-7% bewegt. Die Aktienmärkte sind in heller Aufregung und das ist auch die Erklärung, warum der DAX und der Euro-Dollar heute so abgestürzt sind, denn die Inflationszahlen aus Amerika waren höher als erwartet und zwar allesamt. Und dadurch wird jetzt befürchtet, dass die Fed, die amerikanische Notenbank, die eh schon relativ aggressiv die Zinsen nach oben schnellen ließ, dieses Tempo beibehält und tatsächlich natürlich hier das, was wir in der Fachwelt Soft Landing nennen, also vielleicht zwar eine Rezession, aber sanft und ertragbar, dass das halt eben zunehmend aus dem Fokus der Fed gerät, weil die Inflation halt eben nach wie vor da ist, obwohl sie schon relativ massiv die Zinsen erhöht hat. So, und um das Ganze nochmal abzurunden, ist es ja so, dass wir auch noch ein paar andere Themen haben. Wir haben ein Problem in der Demografie. Weltweit ist es so, dass immer weniger Menschen arbeiten können. Das betrifft inzwischen auch, weil sie einfach älter werden von der Gesellschaft, auch das chinesische Land. Ja, und das bedeutet natürlich auch ein Problem für die Wirtschaft, weil sie halt eben dann Schwierigkeiten hat, ihre Produktivität zu erhalten. Und das ist ein weltweites Phänomen. Wir haben, auch wenn das im Moment eigentlich gar nicht mehr so großartig diskutiert wird, außer in der Fachwelt, wir haben überall auf der Welt mit jetzt schon massiven Klimakatastrophen zu tun. Und zu guter Letzt ist leider so, und da ist sicherlich der Konflikt in der Ukraine das beste Beispiel, dass wir hier zunehmend auf so einen Systemkonflikt zwischen den demokratisch geführten Ländern und den eher autokratisch geführten Ländern zugehen, was dann wiederum bedeutet, dass halt eben bei einer Krise, wie zum Beispiel die Finanzkrise 2008, es nicht mehr so leicht möglich ist, dass alle zusammen irgendwie sich auf einen Kompromiss einigen, sondern diese Systemgegensätze, die behindern uns daran, dieses Problem anzugehen.
Ja, jetzt habe ich dir mal kurz den Schlamassel erzählt, in dem sich der Herr Borio wähnt und in dem Umfeld, wo sich die Märkte aktuell bewegen.